Hallo, hier zeige ich euch nochmal die Lasurtechnik in einem Bild, wieder ein Meerbild. Die erste Farbschicht legt ihr sehr transparent an, damit ihr euch erstmal mit der Technik vertraut macht und auch mit der Aufteilung der Fläche. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, Farbe auftragen, Farbe verstreichen, Farbe rauswischen. Da geht ihr jetzt Schicht für Schicht durch das Bild. Und erst wenn die eine Schicht trocken ist, arbeitet ihr mit der nächsten Farbe da drauf. Und so werdet ihr langsam immer kräftiger in den Farbtönen. Die Farbe ist sehr transparent, das heißt, sie ist mit Wasser verdünnt. Beziehungsweise mische ich mir die Farben ja selber an und nehme mit den Pigmenten einen flüssigen Binder. Und wenn ihr Fertigfarbe benutzt, dann verdünnt die Farbe mit Wasser. Die Pinsel, die ich benutze, sind ganz normale Pinsel. Diesen hier zum Beispiel, das ist ein Pinsel, der ist sogar aus dem Baumarkt. Ein Borstenpinsel benutze ich gerne, weil die Farbe schön verteilen. Die nehmen nicht so viel Farbe auf, sondern verteilen die ganz gut. Ja, den Horizont könnt ihr am besten rauswischen, indem ihr das Bild ruhig einmal dreht und dann von oben nach unten die Linie gerade zieht. Das geht meist besser. Dadurch, dass ich weiß, dass ich noch viel kräftiger werde in den Farbtönen, kann ich hier auch ganz viel ausprobieren. Denn man nimmt es nachher zwar wahr, dass da irgendwas drunter ist, also dieses rausgewickelte, aber ich arbeite eben nachher auch noch mit Weiß drüber, sodass man da nicht mehr so viel von sehen wird. Und damit habe ich eben eine gute Möglichkeit, mich in die Technik auch immer wieder neu reinzufinden. Und es ist auch wie eine gute Übung. Hier zum Beispiel kann ich die Wolken gut raus tupfen mit dem Tuch. Und wenn ich das vorher einfach auch immer wieder gemacht habe, in dem Meer zum Beispiel, dann werde ich sicherer in der Handhabung. Auch wenn ich es schon verwischt habe, kann ich immer noch mal mit dem nassen Tuch ein bisschen nachtupfen und mir noch mal richtig Weiß raustupfen. Also das Weiß aus dem Untergrund tupfe ich mir immer wieder frei. So, die Farbe ist trocken und ich arbeite jetzt das erste Mal mit Weiß. Das heißt, ich gehe jetzt in die Oberfläche, nicht mehr so in die Tiefe, sondern in die Oberfläche. Ihr seht das ganz gut an meiner Pinselhaltung, dass ich immer zur Mitte hin des Bildes arbeite, also zum Horizont. Das heißt, ich arbeite hier
gerade schon eine Perspektive ein. Ich verwende ein gutes deckendes Weiß und arbeite sehr lange mit der Farbe. Das heißt, ich nehme einmal Farbe auf und verwische die ganze Zeit. Und den Pinsel drehe ich. Ich nehme einen ganz flachen alten Borstenpinsel, der gibt die Farbe schön ab. Und ich verwische zum Teil die weiße Farbe und zum Teil trage ich sie auf. Also ich ziehe quasi Schlieren übers Bild. Jetzt mache ich das gleiche mit einem Türkis. Das heißt, ich definiere Wellen. Ich lege mir erstmal so ein bisschen die Wellen an und dann damit verteile ich dann auch gleich die Farbe und färbe meine weißen, vorher gemalten Linien in den Türkis wieder ein. Und dadurch bekomme ich wieder eine Tiefe. Also auf der einen Seite male ich neue Wellen und auf der anderen Seite bin ich ein bisschen flächig und färbe die weiße vorher gemalte Linie wieder ein. Das Schöne eben an dieser Lasurtechnik ist, dass es über die Farbschichten das Bild sich entwickelt. Und ich jetzt hier sehen kann und entscheiden kann, dass mir die Linien zu kräftig sind und ich sie eben wieder abtupfen möchte. Was eben auch immer wieder wichtig ist bei dieser Technik ist, dass ihr nicht eine Sache fertig macht, also jetzt nicht zum Beispiel das Meer so farbstark fertig gestaltet, dass ihr das andere farblich dazu anpassen müsst, sondern dass ihr immer Himmel, Meer, Strand, dann wieder Meer, dann Strand, dann Himmel, so nach und nach alles farblich anpasst. Thank you.
Techniken habe ich euch auch ganz genau noch in den anderen Videos erklärt. Gerade was Himmel anbelangt, habe ich ein ganz ausführliches Video dazu gemacht. Wenn ihr da noch mal reingucken wollt, da ist das noch mal ganz gut erklärt. Ich habe jetzt einen ganz feinen Spitzenpinsel und arbeite immer mehr das Meer aus. Ich definiere immer mehr die Oberfläche. Das kann man eben ganz gut mit dem Weiß machen. Hinten im Horizont arbeite ich flach, von rechts nach links, links nach rechts. Und nach vorne hin gehe ich immer mehr auch in die Perspektive. Egal, was ihr malt, es ist immer so, dass ihr euch ins Bild denken müsst. Das heißt, so wie hier zum Beispiel, denkt euch, ihr seid am Strand. Wünscht euch, ihr geht, macht einen schönen Strandspaziergang. Ja, das stelle ich mir jetzt vor. Und dementsprechend kann ich dann auch viel einfacher mich ins Bild einfinden und es nachempfinden. Barfuß durch den Sand waten, nasse Füße bekommen, Spuren im Sand, das alles, die Wärme spüren, den Wind spüren, das gehört alles auch zum Malen. Das merkt man dem Bild dann auch an.
Ja, das war's. Mehr mache ich dann auch nicht. Also ich arbeite auf der einen Seite erst über die Lasuren in die Farbtiefe. Also ich werde immer etwas dunkler, arbeite dabei immer den Untergrund frei. Und dann gehe ich nachher mit Weiß drüber und arbeite in die Höhe. Also ziehe mir die Wellen mehr rein, werde immer definierter von der Gestaltung des Meeres und färbe sie zum Teil auch wieder ein, ziehe sie wieder raus, gehe wieder rüber, wische wieder was ab. Ja, bis es so ist, dass es mir gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das liked oder auch den Kanal abonniert. Dann bekommt ihr gleich Bescheid, wenn ich das nächste Video hochlade. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wie immer ganz viel Freude beim selber malen und ausprobieren. Tschüss!